Hallo und Gesang zu einer neuen Checkliste. Heute schauen wir uns an Chris Sawyers Locomotion und damit löse ich ein Versprechen ein, das ich vor langer Zeit gegeben habe, nämlich, dass wir irgendwann mal Locomotion Let's Playen oder ich es zumindest mal herzeige und das machen wir jetzt eben entsprechend in einer Checkliste. Locomotion ist ein bisschen immer im Schatten gestanden von Transport Tycoon, gilt ja auch mehr oder weniger als Nachfolger von Transport Tycoon, wo ich nicht ganz zustimmen kann. Für mich ist es eher ein Alternativprodukt sozusagen, wo ein zweites Spiel Einfluss genommen hat und wer genau aufpasst bzw. genau hinschaut oder sich ein bisschen auskennt, der wird erkennen, welches zweite Spiel ich meine, wenn ich hier ein bisschen auch über die Icons fahre, das ist Rollercoaster Tycoon 2. Das hat hier nämlich Einfluss genommen insofern, dass es maßgebend war, wie man hier in dem Spiel Strecken baut und wie auch die Spielgestaltung punkto Szenarien funktioniert. Aber dazu kommen wir dann gleich. Das Spiel macht ein paar Dinge, wie ich finde, sehr, sehr besonders und sehr, sehr anders. Habe ich so selten bis gar nicht in anderen Transportsimulationen wiedergefunden. Deswegen muss ich sagen, auch heute noch, 10 Jahre nachdem Locomotion erschienen ist, September 2004, ist es immer noch ein sehr, sehr interessantes und attraktives Spiel und gibt es auch übrigens immer noch zu kaufen. GOG zum Beispiel, ich packe den Link gern in die Videobeschreibung, kostet im Moment, glaube ich, 6 Dollar. Zum Modding und zu der Technik an sich, weil ihr seht, wir spielen hier in 16:9 auf einer 27p Auflösung, sage ich dann am Schluss vom Video was. Jetzt werde ich eher schauen, dass wir relativ schnell zum Gameplay kommen, weil ich weiß, das interessiert die meisten Menschen und sagt, das Spiel macht ein paar Sachen sehr, sehr besonders. Szenarien habe ich schon erwähnt, von Rollercoaster Tycoon 2. Da gibt es sehr, sehr viele und auch sehr, sehr unterschiedlich und abwechslungsreich gestaltete Szenarien. Können wir ein bisschen durchschauen. Erloschener Vulkan. Innerhalb einer gewissen Zeit zum Beispiel einen bestimmten Unternehmensleistungsindex erreichen. Flugangst, auch interessantes Szenario. Hier müssen wir ein Transportunternehmen bauen und die Konkurrenz, die kann Flugzeuge bauen und Flughäfen, wir zum Beispiel nicht. Nachrichtenfieber. Hier müssen wir 10.000 Tonnen Papier transportieren und natürlich vorher dafür sorgen, dass das auch produziert wird und so weiter und so fort. Herausforderungen, Experten, Modus und natürlich auch ein paar leichte Spiele sind dabei. Hier zum Beispiel 2000 Passagiere innerhalb von 10 Jahren und Konkurrenz ist auch dabei, allerdings startet die mit 60 Monaten verzögert. Die Konkurrenz bzw. die künstliche Intelligenz bei Locomotion nicht sehr berühmt, allerdings ja, trägt ein bisschen zur Herausforderung bei und ich muss sagen, in den schwierigeren Graden wird es schon ganz schön knackig und die Konkurrenz ist einem da doch im wahrsten Sinne des Wortes ab und zu im Weg. Und wir starten mit Nachrichtenfieber, weil hier müssen wir eine Menge Waren transportieren, 10.000 Tonnen Papier, also eine schöne Möglichkeit, um zu zeigen, wie es Transportieren hier funktioniert. Ich tue mal ein bisschen rein, dass ihr euch anschauen könnt, das Spiel, auch wenn es 10 Jahre alt ist, finde ich, schaut ganz nett aus, mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Und Detail, ein gutes Stichwort, weil ich hier gerade die Schneegrenze sehe, müsst man ein bisschen aufpassen, wenn der Sommer kommt, wandert zum Beispiel sogar die Schneegrenze nach oben. Also wir, Tom, Besitzer eines Transportunternehmens, müssen uns mal ein bisschen in der Welt zurechtfinden. Ziehen wir mal die Karte heran und schauen uns an, was wir hier alles an Möglichkeiten haben. In dem Szenario zum Beispiel einiges an Industrien, Baumschulen, die werden wir brauchen und von den Baumschulen müssen wir liefern zu den Papiermühlen, die stellen ja eben Papier her aus Rohholz und das Papier wiederum muss in die Druckerei. Also, wo könnte man denn starten? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier zum Beispiel werden die drei Dinge recht nah benannt. Da ist eine Baumschule, da ist eine Papiermühle und hier ist eine Druckerei, also günstiger Startpunkt und ich glaube, wir starten das Ganze in dem Falle per Bahn, also ganz normale Eisenbahngleise. Ihr seht es vielleicht, Schmalspurgleise gibt es auch und ich habe gesagt, das Spiel macht einiges besonders, dazu komme ich dann gleich noch. Und anhand von dem Interface seht ihr, was ich gemeint habe mit Rollercoaster Tycoon 2. Man baut nämlich wirklich die Strecken hier wie bei Rollercoaster Tycoon 2. Und es ist vielleicht oder wirkt ein bisschen fummelig, allerdings gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, im Speziellen dann, wenn man hier Weichen und Kreuzungen bauen muss,
ist man da fast unbegrenzt, was die Möglichkeiten angeht. Plus man kann auch in die Höhe bauen, heißt in vielen, vielen mehreren Layern. Und auch das hilft ab und zu sehr, sehr viel. So, wenn wir jetzt mal ein bisschen Sicht verschaffen, das war das Falsche. Eigentlich wollte ich hier, dass man einen Teil der Landschaft mal ausblenden, weil dann kann ich hier mal ein paar Gleise reinsetzen, die gerade auch versteckt sind, macht aber nichts. Ist relativ teuer zum Bauen, also man muss ein bisschen aufpassen, speziell wenn man Brücken baut oder in die Höhe baut. Aber vielleicht eine gute Gelegenheit, um auch zu zeigen, man kann hier auch Tunnels bauen. Geht problemlos. Müssen wir nur ein bisschen hier das Land heben bzw. senken und ich müsste ein bisschen besser zielen. Beziehungsweise, man kann natürlich auch problemlos das Ganze drehen. Dann schauen wir mal, ob wir da in den Berg reinkommen. Jawohl. Und vielleicht gleich ein bisschen nach unten fahren. Auch das geht. So. Irgendwo müssen wir natürlich dann aus dem Berg wieder raus. Frage ist, wo? Mal schauen, ob ich das schaffe, halbwegs zu zielen. Wir sind hier unterwegs. Das heißt, wir müssen da, auch wenn es geht, wieder in den Berg reinkommen. Versuchen wir das gleich. Bisschen höher müssen wir noch. So. Und dass wir wissen, auf welcher Höhe wir da sind, was die Strecken angeht. Mal schauen. Ich glaube, hier habe ich halbwegs gut gezielt. So. Unser erster Gleisabschnitt ist fertig. Und jetzt müssen wir noch irgendwie dahin kommen. So, mal schauen, ob wir das halbwegs gerade durchziehen können. Ich hoffe mal. So, ich blende dauernd das Falsche aus. So wie es ausschaut. So. Da ist es schön flach, das passt. Da fahren wir mal ein bisschen den Hügel entlang. Und ich würde sagen, Moment, müssen wir jetzt hier hin? Na, das ist Sägewerk, wir müssen hier hin. Ich würde sagen, da schauen wir, dass wir wieder runterkommen. Und eventuell leisten wir uns vielleicht da eine kleine Brücke, falls das finanziell drin ist. Zumindest bis darüber. Ja, ist nicht drin, Geld ist schon aus. Wir müssen einen Kredit aufnehmen, bis 30.000 geht hier, ist nicht viel. Allerdings, wir spielen in einer sehr, sehr frühen Zeit, muss man auch dazu sagen. Gleich da einen Bahnsteig hinsetzen. Nämlich 1900 und entsprechend ist alles ein bisschen günstiger. Beziehungsweise auch alles ein bisschen langsamer und noch nicht ganz so modern, heißt, das Spiel hat ja auch einen Zeitverlauf und mit der Zeit eben werden wir auch bessere Gleise, bessere Lokomotiven, bessere Züge und auch natürlich bessere Busse und so weiter zur Verfügung haben. Für den Moment haben wir nur so eine simple Dampflokomotive, die SLM und die ganzen Fahrzeuge im Spiel haben natürlich alle möglichen unterschiedlichen Statistiken, punkto Betriebskosten, punkto Leistung, Geschwindigkeit und so weiter. Und hier werden wir mal anhängen, in dem Fall Flachwaggons. Und man sieht auch übrigens da unten 72 km/h, das heißt, da können wir einiges anhängen, bis das Ding langsamer wird. Und keine Sorge, die Bahnsteige sind nicht so lang, wie sie sein sollten. Zug ist ein bisschen länger, trotzdem kann er hier relativ problemlos B- und Entladen. Aufs Gleis kann man auch an einer beliebigen Stelle setzen und auch vom Gleis nehmen. So, eigentlich wollte ich ihn umdrehen. Das haben wir hier. Und alles, was wir noch machen müssen, ist ihn losschicken und ihm natürlich einen Fahrplan erstellen. Das funktioniert ganz klassisch. Ziel angeben, bestimmen, was hier passieren soll. Zum Beispiel auf volle Beladung mit Rohholz warten.
und dann bitte hierhin das Ganze wieder abliefern. Über den Hügel rauf quält er sich jetzt natürlich ein bisschen 8 km/h mit den Massen an Anhängern. Dafür sollte er dann halbwegs schnell zurückfahren. So, ist auch schon voll beladen und kommt runter ins Tal. Und hier produzieren wir eben, wie gesagt, jetzt Papier. Das gilt es weiter zu liefern. In diesem Fall, wo hatten wir die Druckerei? Hier ist sie. Und dann kann ich auch zeigen, was ich gemeint habe. Mit das Tool ist sehr, sehr mächtig, was Weichen bauen und so weiter angeht. Kann ich hier gerne mal zeigen. Einfach, oh, die Konkurrenz hat, glaube ich, gerade gestartet. Genau, in Düsselmund an einer beliebigen Stelle sozusagen bestimmen, wo und was man bauen will und naja, einfach ansetzen und loslegen. Zum Beispiel, mal schauen, ob ich es hinbekomme. Nicht ganz. Müsste ich, glaube ich, so reinfahren. Genau. Hier zum Beispiel. Und schon habe ich eine Weiche erstellt, die auch wirklich gültig ist. Also das ist ab sofort eine Weiche. Der Zug kann darauf oder darüber fahren. Abgesehen davon, dass es ein bisschen schlecht gezielt war, fällt mir gerade auf, weil eigentlich ist das Ding ja da unten. Macht aber nichts. Das werden wir schon irgendwie noch erreichen. So, mal schauen, ob das hier nah genug dran ist. Wir werden es gleich rausfinden. Vermutlich nicht. Einfach mal Haltestelle anklicken. Wohl, akzeptiert Papier. Bestens. Ja, und jetzt an der Stelle müssen wir natürlich irgendwie wieder raufkommen. Und ich habe jetzt absichtlich, behaupte ich, einfach ein bisschen hier chaotisch gebaut, damit ich auch zeigen kann, auch sowas ist möglich. So, muss ich mal ein bisschen überlegen, wie ich es am besten mache. Ich möchte nämlich hier diagonal rausfahren, dass ihr das auch seht. So, ich glaube, so soll es sich ausgehen. Genau, also auch sowas geht, dass man hier einfach eine Kreuzung baut. Und das ist tatsächlich eine gültige Gleiskonfiguration, wie wir hoffentlich gleich sehen werden. So, da lädt jetzt ein bisschen Papier. Viel vermutlich nicht, weil hier noch nicht allzu viel produziert wurde. Spulen wir mal etwas vor. Und ich versuche mal den Beweis anzutreten, dass der Zug hier seinen Weg findet. Vorausgesetzt natürlich, er ist sozusagen kurz genug, dass er da reinpasst. Dann haben wir noch ein bisschen nachhelfen. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist... Ah, Bahnhof ist im Weg, okay. Jetzt aber. So. Was man natürlich auch nicht vergessen sollte, ist, wir müssen noch einstellen, dass er auch da hinfahren soll. So. Das passt. Dann schauen wir es uns nochmal an. Er belädt. Fährt da runter. Und mal schauen, ob er es jetzt schafft. Lädt er schon ein bisschen Papier. Noch nicht. Können wir ihm dann gleich einstellen, dass er Papier laden soll. Und schauen wir, ob er es schafft, darüber zu fahren. Jawohl. Sollt ihr dann Papier entladen. Und fährt ihn wieder darauf. Also ihr seht, Gleise verlegen. Hier kann man sich sehr, sehr spielen. So, jetzt ist mittlerweile Papier da, wenn auch nicht allzu viel. Beziehungsweise wird es natürlich mit der Zeit verloren gehen. Kann man es nicht abholen. Aber ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen Papier an Bord. Immer noch nicht. Gut, dann werde ich ihm das fast, glaube ich, sagen müssen. Allerdings vollständige Beladung wird in dem Fall sich nicht spielen. Wir haben hier, glaube ich, keine vollständige Beladung zusammenbekommen, aber einfach, dass ihr seht, er kann natürlich auch Papier laden, speziell in dem Falle, weil die Waggons eigentlich Papier schaffen sollten.
Warten wir nochmal eine Runde ab. Genau, ein bisschen Papier ist jetzt drauf, aber wie gesagt, eben nicht genug. In dem Fall war es sowieso gefragt, dass wir eventuell einen zweiten Zug uns besorgen oder vielleicht einen LKW, der das Papier liefert. Und da ist auch schon die Konkurrenz am Weg, so wie es ausschaut, und klaut uns da einen Teil von unserem Holz. Gut, von den Schmalspurgleisen habe ich noch kurz gesprochen. Solange wir noch ein bisschen Geld haben, zeige ich das auch. Die haben nämlich eine Besonderheit. Die kann man zum Beispiel sehr, sehr steil bauen. Das kann sich hier mal zeigen an einer Stelle. Hier kann ich also tatsächlich so runterfahren. Und könnte da auch direkt einen Zug hinsetzen. Einfach mal zum Demonstrieren. Allerdings, wenn wir ein kleines Problem haben. Nämlich. So. Der wird hängen bleiben. Nämlich ist ihm das zu steil. Okay, das habe ich gesagt. Es ist steil und hier kann man rauf. Und jetzt ist es zu steil. Da sieht man eben 0 km/h. Wird man auch eine Einblendung bekommen, dass er auf dem Gefälle zum Stehen gekommen ist. Beziehungsweise auf der Steigung. Aber man kann die Schienen eben zum Beispiel nachrüsten mit Zahnrädern. Und schon schafft der Zug eben auch hier den Berg rauf. Und selbes gilt übrigens für Elektrifizierung. Ist jetzt hier noch nicht verfügbar. Auch hier hat man dann die Möglichkeit zum Beispiel ein drittes Gleis zu bauen. Beziehungsweise ich kann es einfach direkt zeigen, wenn wir uns noch eine weitere Mission einfach direkt anschauen. Nämlich werfen den Blick auf Flugangst. Hier müssen wir ja zu Lande der Konkurrenz ein bisschen den Rang ablaufen. Und na, da hätten wir eh schon eine schöne Möglichkeit, eine Zuglinie zu bauen von New Kimblehall darüber nach Longwood. Also ihr seht es im fortgeschrittenen Spielverlauf. Hier sind wir zum Beispiel 1975. Städte werden größer und Transportmittel natürlich auch entsprechend moderner. Wobei hier schaut es noch attraktiver aus. Da könnte man eine schöne Hochgeschwindigkeitsstrecke rüberbauen. Machen wir das doch glatt. So, uns da ein bisschen trennen von den Straßen, die im Weg sind. So, jetzt einfach mal direkt darunter. Da sollte man gerade und gerade noch vorbeikommen. Jawohl. Und Hochgeschwindigkeitsstrecke in dem Fall, weil wenn es nur geradeaus geht, können wir eben Hochgeschwindigkeitszug auch bauen. Wohin fahren wir denn? Nach Woodhead, würde ich sagen. Sonst können wir hier eine Abzweigung machen. Und jetzt müssen wir aufpassen hier, dass wir ein bisschen schnellere Brücken auch bauen. Sonst werden wir hier ordentlich ausgebremst. Sieht man jetzt leider die Geschwindigkeit nicht beim Pulldown, aber hier steht es 24 km/h. Das ist ein bisschen zu wenig. 128. Geschwindigkeit unbegrenzt. Das klingt doch gut. Wird auch entsprechend kosten. Und nicht besonders hübsch ausschauen, aber was soll's. So, da sausen wir direkt rein und plätten gleich ein paar Hochhäuser. Das war nicht geplant, aber macht nichts. Können wir unsere erste Passagierbahnlinie darunter bauen. Und jetzt haben wir natürlich ganz normale Gleise. Auch hier gilt, will man mit was Besonderem fahren. Zum Beispiel gäbe es hier eben die Möglichkeit, die Dinger dazu bauen. Elektro-Mehrzweckfahrzeug braucht Eisenbahngleise plus zusätzliche Stromschiene, wie es hier heißt. Also die kann ich da nicht hinsetzen. Da müsste ich vorher hier upgraden. Mit Stromschienen kann man zum Glück alle verbundenen upgraden. Und jetzt in dem Fall soll es funktionieren. Braucht natürlich noch einen Fahrplan von hier nach hier. So, wir wollten ja auch nach Little Interway, da kann ich auch zeigen, natürlich gibt es auch sowas
Ja, machen wir Stromschienen dazu. Warum nicht? Wie Signale, falls vonnöten natürlich. So. Fahren wir direkt da rein. Dann kann ich das schön zeigen. Und hier macht man einen zweigleisigen Bahnhof. Auch kein Problem. Gibt ja auch solche Schienen. Und alles, was wir dann brauchen, ist ein paar passende Signale. In die richtige Richtung, wenn es geht. So, und dann wollen wir noch von hier rein und von, das war falsch rumgebaut, von hier rein. Und sollte theoretisch genügen, dass wir da schon mit zwei Fahrzeugen fahren können, abgesehen davon, dass wir nicht genug Geld haben. Und jetzt seht ihr eben auch schön, habe ich schon vorher gesagt, im späteren Spielverlauf wird alles ein bisschen teurer. So, natürlich nicht sehr effektiv, wenn sich die hier die Strecke teilen, aber ihr seht eben, das sollte eigentlich halbwegs problemlos funktionieren. Vorausgesetzt, ich habe da jetzt keinen Fehler gemacht, den ich offensichtlich gemacht habe. Was sagt er denn? Ist auf dem Wege, wartet am Signal. Dann glaube ich, genügt das nicht. Lass mal ein bisschen vorlaufen. Ist ein bisschen zu lang her, gebe ich zu, dass ich es gespielt habe. Ah ja, der kommt natürlich da jetzt gar nicht mehr durch. Das wollen wir nicht. Ah, ich glaube, die hier helfen uns da auch nur begrenzt, weil die Züge dann vorfahren bis zu dem Signal. Na, passt, jetzt funktioniert es. Natürlich in beide Richtungen müssen die durchfahrbar sein. Okay. Gut, und wollen wir Verkehr zur Straße? Auch kein Problem. In dem Fall auch ähnlich simpel zu bauen. Ich jetzt die Musik abgeschalten? Nein. Passagierhaltebahnhöfe zum Beispiel, wenn man es nah genug baut an einen anderen Bahnhof, wird das auch direkt zusammengelegt. Stellen wir ein paar auf. Bus kaufen. Hinsetzen. Fahrplan festlegen. Und losfahren lassen. Das war's. Bestens. Gut, dann haben wir eh schon eine Menge gesehen. Was haben wir nicht gesehen? Ja, die ganzen Statistiken, die man sich natürlich noch anschauen kann, speziell zu den Finanzen, beziehungsweise sollte man auch irgendwo eine schöne Übersicht darüber haben, was man bereits alles erledigt hat, beziehungsweise wie weit man seinem Ziel ist. In dem Fall 11% von den 60 haben wir erledigt mit 6,6. Und auch hier sehen wir unser Unternehmensleistungsindex. Da sind wir natürlich auch gegen die Konkurrenz am Weg. Momentan steigt es ordentlich. Müssen wir natürlich gut investieren, immer wieder was bauen, damit wir das raufbekommen. Plus natürlich eine Menge Zahlen zu dem, was wir bisher geliefert haben und wie viel wir damit verdient haben. Und natürlich auch die schöne Frachtpreistabelle gibt es wie üblich, wo man eben sieht, umso weiter man transportiert, umso mehr Geld gibt es dafür und umso schneller auch umso mehr wird bezahlt. So, dann würde ich sagen, ein paar Dinge haben wir noch ausgelassen. Mal schauen, ob mir die Konkurrenz da ein bisschen hilft. Die sollte sicher schon irgendwo einen Flughafen errichtet haben. Sehe ich allerdings gerade keinen. Schauen wir mal, wenn sie einen baut, bekommen wir sicher eine Meldung. Schiffe, wie gesagt, gibt es natürlich auch LKWs, nicht zu vergessen, eines meiner Lieblingstransportmittel für die Stadt, natürlich auch eine Tram, funktioniert ganz ähnlich, Gleise verlegen auf den Straßen, beziehungsweise natürlich auch gerne irgendwo
im Gelände. Und auch die kann was Besonderes hier zum Beispiel, einen Abschluss, dass sie direkt da wenden kann. Finde ich auch ganz, ganz nett gemacht. Baut die Konkurrenz gar keinen Flughafen? Na, so war es. Ich habe mir gedacht, die nimmt mir jetzt die Arbeit ab, einen Flughafen zu bauen, vor allem, weil ich das in der Mission ja gar nicht darf. Na gut, dann werden wir noch ein bisschen sprechen über die Technik, wie angekündigt, und übers Modding. Also Modding vor allem, es gibt massenweise neue Züge für das Spiel und auch sonstige Transportmittel. Also da wurde viel, viel gearbeitet in den letzten Jahren. Natürlich alles frei verfügbar aus der Community. Und auch neue Industrien habe ich schon gesehen. Neue Szenarien natürlich auch. Und das ganze Spiel sollte ich vielleicht auch noch zeigen, weil es wirklich ein schönes, rundes Paket hat. Ist natürlich auch direkt mit Szenario-Editor ausgestattet. Und ihr seht auch hier, zum Beispiel verschiedene Sets stehen auch zur Verfügung, verschiedene Sets an Zügen. Und auch hier gibt es komplette neu gemoddete Sets an Zügen, die man da eben ins Spiel reinbringen kann. Und, naja, Szenario-Editor eben Landschaft anpassen, diverse Gebäude hinsetzen, beziehungsweise Städte, das Ganze eben einstellen, diverseste Parameter, die man hier wählen kann für die Landschaftsgenerierung. Und ja, in dem Fall unbegrenzte Möglichkeiten eben, das Spiel noch ein bisschen auszubauen. Laufen tut es auch noch problemlos, zumindest bei mir unter Windows 7, selbst mit den neuesten ATI-Grafikkartentreibern, auch wenn es bei GOG heißt, da braucht man alte dafür, aber ich verwende auch DDHack, ist so ein Tool, das eigentlich für Rollercoaster Tycoon 2 auch entwickelt wurde, dass man Rollercoaster Tycoon 2 bzw. im Locomotion im Fenstermodus spielen kann und gepaart mit dem Locomotion Resolution Changer kann man es auch in mehr oder weniger jeder beliebigen Auflösung spielen, inklusive eben 16:9 Auflösungen. Bei 1080p gab es ein bisschen Probleme, aber sonst 720 funktioniert einwandfrei, vor allem auf der Auflösung ist auch ein bisschen besser zu lesen. Spiel hat definitiv einige Schwächen und kommt, was manche Dinge angeht, nicht an Transport Tycoon heran. Alleine schon die Fahrzeugverwaltung, es gibt keine Depots, man kann, glaube ich, nicht mehr Fahrzeuge klonen oder vernünftig ersetzen, was ja zum Teil auch als bei Open Transport Tycoon dazugekommen ist. Nichtsdestotrotz, es ist in manchen Stellen eindeutig nicht so gut wie Transport Tycoon, aber Stärken zeigt es dann definitiv bei der Flexibilität im Streckenbau und, wie ich finde, im Missionsdesign punktet es nochmal ganz, ganz ordentlich. Also für mich jetzt selbst nach all den Jahren immer noch ein sehr, sehr attraktives Spiel, das ich immer wieder gerne auspacke und eben das ein oder andere Szenario-Spiel, weil es sehr, sehr fordernd, sehr, sehr abwechslungsreich ist und durchaus Spaß macht, sich zu überlegen, wie kann ich möglichst effektiv die Aufgabe lösen, im Gegensatz zu Transport Tycoon, wo es eher darum geht, ja, offene Welt sozusagen und ein riesen, riesen komplexes und umfangreiches Transportnetzwerk aufbauen. Ja, also würde ich sagen, wünsche ich allen viel, viel Spaß, dieses wieder ausgraben bzw. sich zulegen. Gibt eine Menge interessanter Links zu allen möglichen Wikis und relativ aktuellen Homepages, wo es um Locomotion geht, werde ich alles in die Videobeschreibung packen und wünsche alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.